Leute, herzlich willkommen zu einem. Ja, ich dachte mir, es ist mal Zeit wieder dafür, einem neuen Lords and Knights Video. Heute geht es um Missionen, aber dazu komme ich gleich. Jetzt erstmal das Intro. Ich habe mich letztens einfach gefragt, ich mache immer die Mission und was bringt mir das eigentlich? Also wie viel an Rohstoffen? Weil ich bin mir da nie sicher. Ich habe nie gewusst, wie viel das ist und habe dann mal ein paar Rechnungen durchgeführt. Und ich muss direkt sagen, ich benutze die Mission Steuereintreiben nicht. Und zwar wenn ich diese ganzen Einheiten benutzen würde, könnte ich mehrere andere Missionen nicht durchführen. Denn wenn ich auch für die anderen Missionen noch die ganzen Einheiten bauen würde, würde ich mit der Einheitenzahl, also mit dem im Bauernhof, nicht hinkommen. Und deswegen lasse ich und ganz, ganz viele andere die Steuern eintreiben Missionen weg. Vor allem, weil sie auch nicht so effektiv ist für 24 Stunden. Und deswegen kann ich euch gleich sagen, in meinen Rechnungen ist diese Mission nicht vorhanden. Ich kann, wenn ihr wollt, kann ich im anderen Video noch mal genauer darauf eingehen oder euch die beste Mischung an Einheiten zeigen. Je nachdem, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ja, also fangen wir mal an. Ich habe erst als erstes Mal habe ich ausgerechnet, wie viele Rohstoffe ich kriege, wenn ich alle Missionen einmal durchführe. Da habe ich auch einberechnet die Kosten der Rohstoffe. Anderes Beispiel. Hier zum Beispiel benötigt man ja 300 Holz und die Schwankungen natürlich auch. Dabei ist man dann darauf gekommen, dass der Mindestertrag bei Missionen bei 6.021 Rohstoffen ist und der Maximalertrag bei 15.940 Rohstoffen. So, manche Missionen dauern ja wie hier zum Beispiel Räuber vertreiben 6 Stunden, manche wie Überstunden Holz aber auch nur 10 Minuten. Ich habe also als Beispiel einfach mal ausgerechnet, wenn ich alle Missionen am Tag zweimal durchführen würde. Ich tue das definitiv öfters. Wahrscheinlich führe ich die Überstunden auch mindestens fünfmal durch oder auch bei den Steinmetzen ist das so. Dann kommt man auf den Mindestertrag von 12.042 Rohstoffen, den maximalen Ertrag auf 31.880 Rohstoffen und der Durchschnitt liegt dabei bei 21.961. Wenn ich jetzt, wie ich das als Beispiel habe, meine 15 Burgen, ja, ich habe um die 4000 Punkte, wenn ich meine 15 Burgen, also am Tag zweimal alle Missionen starte, dann muss man, habe ich mal ausgerechnet, auf wie viele Rohstoffe ich da komme. Da ist der Mindestertrag muss man überlegen, 180.630 Rohstoffe, der maximale Ertrag 478.200 Rohstoffe und der Durchschnitt liegt auch noch bei 329.415 Rohstoffen. Was folgt daraus? Ich würde euch einfach raten, die Mission auf jeden Fall zu machen, weil ihr könnt damit euren Rohstoffertrag so viel verbessern und das bringt wirklich so viel. Und ja, macht's einfach mal. Und ihr werdet sehen, wie sehr viel schneller eure Burgen wachsen. Ja, das war mein Tipp für heute. Und schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.